Nipa gunle namdole shing, yende gunge genbambo, simje gunge nyen chikpo, tamje kenla gunjanse. Omen chage yenge podane, dusum sange gunge ngoni, rasim chago, ngosumadan zembe. Save lame shabla so wande. Dambi chu nyamsu lembi kunu sampo. Nyejungi samba dang janshub ki sim salta pe koni dambi chu sembra shu. Die ausgezeichnete Geisteshaltung, die wir brauchen, wenn wir den wertvollen, unübertroffenen Dharma praktizieren, besteht aus dem Geist der Ablehnung von Samsara und aus dem Geist des Bodhicitta, dem Geist des Erwachens. Wenn wir diese beiden, oder während wir uns an diese beiden Geisteshaltungen erinnern, hören wir den Dharma-Unterweisungen zu. Also, Lamgi Rinpa. Tene tawa kumbha chepa sum te kola shubhi kapre. Na te nani kasan ani tawe ki shila dodo chepi chusul di tene namba sem tongba tang tini tongba sungjuk sini tende se ten la wa be koni ta de tawa di tini todo jyoku go re sini ta de kha sang shu sim ba re ta tini dri ni ma la ta dine ma la zo di dende gen tawa di gombe ani nyam su len su lam gyun kyung tsul di kandis kyung kukure esin ta denzu kola dini rinpashi du shue yinsi Wir besprechen den Pfad, die Stufen des Pfades. Und wenn wir diese Stufen des Pfades besprechen, dann sprechen wir hier über Sicht, Meditation, Verhalten. Und unter diesen dreien sprechen wir im Moment über die Sicht. In vorhergehenden Sitzungen haben wir uns mit der Sicht auseinandergesetzt. Die Basis der Sicht befasst sich damit, dass wir Zweifel bereinigen, Zuschreibungen, konzeptuelle Elaborierungen. Um das zu tun, üben wir uns in den drei Stufen, über die wir bereits gesprochen haben. Diese drei Stufen brauchen wir, wenn wir uns mit der Sicht befassen. Wir erkennen, dass alle Erscheinungen der Geist sind. Wir erkennen, dass der Geist selbst Leerheit ist. Und wir erkennen, dass Erscheinung und Leerheit untrennbar miteinander verbunden sind. Sie sind eine Einheit. Auf diese Weise etablieren wir die Sicht. Wir haben darüber gesprochen, dass indem wir die Sicht etablieren, Zweifel durchschneiden. Darüber haben wir bereits gesprochen. Heute werden wir über Folgendes sprechen. Wenn wir Gewissheit erlangt haben in Bezug auf die Sicht, wie meditieren wir dann? Auf welche Weise meditieren wir? Meditieren bedeutet hier das Aufrechterhalten dieser Sicht.
Was tun wir, um diese Sicht aufrechtzuerhalten? Gombe nyamsu len sedi sowo di taiwe ki ta jesha piki tonda di tini susu ki yang ni yang tu tengwa jik maimba lendang mangbe koni tini semla gomji je piki tini gyurim drabu tini chila tini namgyu gombe nyamsu len sini sigyore. Was bedeutet Meditation hier? Was bedeutet es, sich in Meditation zu üben? Es bedeutet, dass wir Gewissheit in Bezug auf die Sicht erlangt haben. Und das müssen wir wiederholen. Es funktioniert nicht, wenn wir die Sicht nur einmal erkennen. Wir müssen uns immer wieder an die Sicht erinnern. Und das tun wir immer und immer wieder. Und dadurch gewöhnen wir uns an die Sicht. Das Wort Gewohnheit ist hier eine gute Übersetzung des Wortes Gom. Der Geist gewöhnt sich also an die Sicht. Und das ist es, was in diesem Zusammenhang Praxis bedeutet. Also tawa di gowe tawa chamji yoba yena yang lamsa chi tini selbu tini yung yo mare din di tini gowa chamji yobi ki da tawa di tini gomi yong de kapsula rimba shindu tini misalwa di salwa tang ma ge pa de ge pa tang yong su ma zo pa de yong su zo pa se ni de ni gom gen gom gen la rim ba shin de ni sal gen zo sum ge ko ni de ni gong bel de to ni ta ta tu de bu gu mo ji la cha tu go re Wenn wir jetzt über die Sicht sprechen, dann haben wir hauptsächlich ein konzeptuelles Verständnis von der Sicht. Das ist es, womit wir jetzt im Moment arbeiten. Wenn wir mit diesem konzeptuellen Verständnis der Sicht beginnen, dann werden wir die Sicht nicht sofort auf experientielle Art und Weise verstehen. Uns fehlt die endgültige Verwirklichung. Das heißt, wir werden es eher oder wir befassen uns eher auf konzeptueller Ebene damit. Wenn wir dann meditieren, verwenden wir dieses konzeptuelle Verständnis, um dann Schritt für Schritt Fortschritte zu machen. Das, was uns nicht klar wird, wird klarer. Aspekte, die jetzt eng erscheinen, werden weit und offen, werden weitreichend. Und was noch nicht vervollständigt ist in der Sicht, vielleicht fehlen uns noch Teile, das wird perfektioniert und vollkommen. Diese drei Qualitäten der Klarheit, der weiten Offenheit und der Vervollkommnung, sie alle, in allen werden wir Fortschritte machen, während wir meditieren, während wir uns an die Sicht gewöhnen. Und letztendlich wird uns das zur endgültigen Sicht, zur vollständigen Verwirklichung in Bezug auf die Sicht bringen. Da ji dang an zu gom yong du gom dang ge rin ba la ta mang bo yore pe na
ngaranzo namdo dawa chik sha yungu ya na tani namdo sangbo redu namdo ngenpa redu sini ngwe zimbi tawani tani sangbo yi na kawa kome tang namdo ngenpa yi na ngenpa yinpa ngwa she ni man chamjo je deyang kong gomgi rinpa chik re tani yang namdo sha yungu lamsang namdo karangi ngawo la teni teni rashi matupa la sopa tende gombe toni ya zimba toya tang teni kabre la ta namdo kari shergi yoyena dega rang peche tangni namdo dega rang mikdin de cheni teni gombe la sopa ta tende kansa susu susu ki gom kya yombe kapsala wangpa rinpa minda minda pa yoba indi tenre ke ta gomtang sanje ke tab mangpo chisung yore ina yang ta tanda nga zo kasu pa pa ta di zo di tini korang gom de dreme ke gyun kyong tang de zo da wachi sung sha yore tanda tela Wenn wir praktizieren, wenn wir über die Sicht meditieren, dann können wir das auf vielfältige Weise tun. Es gibt viele Methoden, die wir verwenden können, während wir uns am Pfad in unserer Meditationspraxis fortbewegen. Wenn es jetzt zum Beispiel um Gedanken geht, die in unserer Praxis entstehen, dann gibt es verschiedene Methoden, wie wir mit diesen entstehenden Gedanken umgehen können. Wir können die Gedanken zum Beispiel als positiv oder negativ bezeichnen. Wenn wir erkennen, dass ein Gedanke positiv ist, gut ist, dann entwickeln wir Freude über diesen Gedanken. Wenn er negativ ist, ein schlechter Gedanke, dann erkennen wir das und wir tun alles, um diesen Gedanken, diese Kontinuität dieses Gedankens zu durchbrechen. Wir können auch direkt in die Essenz dieses Gedanken blicken. Wenn wir die Essenz des Gedanken erkennen, dann sehen wir, dass dieser Gedanke leer ist, dass er keine solide Eigennatur besitzt. Auf diese Weise wird diese Anhaftung an den Gedanken weniger. Alternativ könnten wir sagen, dass wenn ein Gedanke entsteht, dass wir das als Praxis, als Fokus verwenden. Wir verwenden alles, was erscheint, direkt als unseren Fokus in der Praxis. Es gibt also so viele Möglichkeiten, so viele Methoden, die wir in der Meditation anwenden können. Es geht dabei immer um unsere eigenen Interessen, um unsere eigenen Kapazitäten, die Kapazität des Individuums in der Meditation. Der Buddha hat ganz ausführlich all diese Methoden gelehrt, damit sie für alle von uns nützlich sind. Was immer für uns hilfreich ist, welche Methode für uns auch hilfreich ist, sollten wir verwenden. Wir sprechen hier jetzt über sehr einfache Meditation. Deni tanda taka su papa. Gom den zu gün gyong tan ka gom de man che ba ti deni. Ma che rang bap. Sini ta zo den de ko ni deni. Nam do ga re sha yong ba ni ya. Telatini sangengi redok zimba kaya mashu wacheni ane mangje rangbap su shape koni gyung gyung wa telata tanda kasu pape ketini gyung su ane di zo sung pare
In diesem Zusammenhang fokussieren wir auf der Meditation, die wir als natürliches Verweilen bezeichnen könnten. Natürlich verweilen, so wie es ist. Was bedeutet das? Wenn Gedanken entstehen, wenn in unserer Meditation Gedanken entstehen, dann sollten wir sie nicht als gut oder schlecht bezeichnen. Wir sollten keine Hoffnungen, Ängste, Zweifel in Bezug auf diese Gedanken haben, sondern anstatt sie loszuwerden, sollten wir einfach in Natürlichkeit verweilen. Das ist die Art und Weise, wie wir die Sicht aufrechterhalten, die Sicht im Kontext dieses unfabrizierten, dieser unfabrizierten Einfachheit, dieser unfabrizierten Meditation. Leche zolwi komge ma lecheng tamal duzi lungge ma gyobar ma ju nyongma rangbab joshebe simden nyamlen keshing yongwar shosung. Da dela dini nga zu gombe gyun gyongsol dila dor temba tang gyabar shabas ni yungkudwa tangbo dor temba deche dini rimba shindu ta chidang cha chenge kapsul la dini namdang chidang drabu dila shine dang lakdong se da di cha chenge shine dang lakdong namba ni se ni da ni yukone dini gyun gyongkogo gare. Im Mahamudra-Wunschgebet sind wir jetzt beim 15. Vers. Hier heißt es: Unverdorben durch absichtsvolles, angestrengtes Meditieren und nicht vom Wirbel gewöhnlicher Beschäftigungen aufgewühlt, mögen wir es lernen, ungekünstelt in natürlicher Gelöstheit zu ruhen und meisterhaft die Praxis des Geistes zu wahren, so wie er wirklich ist. Dieser Vers bespricht oder erklärt, wie wir die Sicht aufrechterhalten, wie wir Meditation praktizieren. Das ist eine kurz gefasste Erklärung dazu und später wird es noch detaillierter erklärt, wie wir im Mahamudra praktizieren. Mahamudra unterteilt Meditation in friedvolles Verweilen, Shamatha und klare Einsicht, Vipassana. Und das wird dann später noch genauer erklärt. Dann, Tasus chula ju teni lama tende chite lame kum teni ta tangwa tende shu tani ta ge chimbo chik di ta tongmar di gari che go re sa na teni anzu chakwa tongmar su su ki kim da rangin norze da nigu la so pa le shenbi shenba de teni pangu gore sumbare dela ngaran zu tini duzi se gwa thamal bekin duzi se de sama je no longje che do duse mang bo tang de ba ne de nga zu kom ge bekin duse ra gma re tini sim duzi se na ta jik sim ke na la da nye mang bo chi ten de ani da tu le tang nyin kyong ye tang de le ge sam lo mang bo chi khol de ba ina tini sim ba de kom ya go chi yong me ba ta thongmar gomgi ngondro tawo chuldula tini thamal be jigdem be kin duje ki lungi tini magyo pa wembe ki ne sula tini teni jigden la chapa de pa pangu go re sene de sung pare ta sigang ni pa de ge ting do wa de andi chapa de ma ba na nga jo gom go zu tu ge ma re la chapa dan je shin do gom ja ba ne ni gom de ya bu yong ge ma re
sem de la mbarche mangbo xiong de yare. Im Allgemeinen ist es so, dass wenn wir auf den Dharma treffen, dann tun wir das, indem wir einen Lehrer treffen, einen Guru. Und durch ihn, von ihm erhalten wir Meditationsunterweisungen, Kernunterweisungen. Wenn wir das tun, dann ist es am Anfang wichtig, dass wir erkennen, dass wir so viel Anhaftung haben. Anhaftung, das mit unserem Leben zu tun hat. Dass dadurch, dass wir eine Familie haben, Freunde und all diese Dinge, die uns als weltliche Wesen definieren. Wir haben also so viel Anhaftung, wenn wir unter diesen Umständen leben. Und das nennen wir gewöhnliche Beschäftigungen. Diese gewöhnlichen Beschäftigungen, dadurch, dass wir uns in den Üben verschwenden, wir so viel Zeit. Was passiert also? Dass diese Dinge hindern uns an der Meditation, lenken uns ab. Das ist im Äußeren so, aber auch im Inneren. Wir sind auch in unserem Inneren, in unseren Gedanken so beschäftigt. Wir befassen uns ständig mit irgendetwas. Wir kümmern uns um unsere Familie und so weiter. Und deswegen heißt es, dass wir ungetrieben sein sollten vom Wirbel gewöhnlicher Beschäftigungen. Wir sollten stattdessen uns an einen abgelegenen Ort begeben, an einen Ort, an dem es keine äußere und innere Beschäftigung gibt. Ein Ort, der frei ist, an dem es diese weltlichen Objekte unserer Wünsche, unserer Anhaftungen nicht gibt. Wenn wir diese Dinge nicht aufgeben, wenn wir nicht versuchen, weniger und weniger Anhaftung zu haben, dann werden wir in unserer Meditation keinen Fortschritt machen. All diese gewöhnlichen Dinge, dieser Wirbel der gewöhnlichen Beschäftigungen, stört unsere Meditation und wir machen keinen Fortschritt. Im Gegenteil, es hindert uns daran, Fortschritt zu machen. Deni, da. Da chi tang che bai na chak pa di pang tini da su su nyam len che di ko chu nyam len ko chu yong de da chi tang ma zu ngon ro ki nyam le mang bo yo ro ba ma ra cha chen da wo chi cha sang gorim cha sang chi nyam len che ge yin ni da cha chen ko rang ki tu mong tan tu me ki ngon ro la so ba yong go da tin zu rim ba shin do chu go ro ba do si ni ni nyam len che ni da ngon ro cha ba tang ani shi ni ngwe shi ge da 냠린 데서라 쭉쭉으로 와. für gewöhnlich geben wir alles, um unsere Anhaftung loszulassen. Und wir beginnen damit zu praktizieren. Und wir üben uns in den vorbereitenden Übungen in der Ngenro. In diesem Fall sind es die vorbereitenden Übungen, vor allem für Mahamudra. Und hier können wir wieder unterscheiden zwischen den gewöhnlichen und den außergewöhnlichen vorbereitenden Übungen. Wir üben uns in jeder einzelnen dieser Praktiken. Und wenn wir sie abgeschlossen haben, können wir uns der Hauptpraxis der Meditation widmen.
Dann da je dang also nam ju nyambar kom deni korang ngwishi kom de gyab yong de lune dang semne sene da ni sung gre deni lune de da je dang zalung gi de ki nyamle mang bo yor ba ine yang da nam ju nga ran so yong da la deni da undor je lune da lungro sale da wa dang deni je undor je lo namnang chöding gung go la shue da wa da den de ro den zu cha sang de da lune se de cha de gore. Wenn es jetzt um die Hauptpraxis der Meditation geht, dann haben wir hier zwei Punkte, die Kernpunkte des Körpers und die Kernpunkte des Geistes. Die Kernpunkte des Körpers bezieht sich für gewöhnlich auf die Kanäle und Winde. Und es gibt hier viele Praktiken, die mit dem subtilen Körper in Verbindung stehen. Wir könnten sagen, dass wir uns in diesem Fall in die Vajra-Position begeben. Wir atmen den Schalenatem aus und so weiter, diese Praktiken. Wir sitzen in der siebenfachen Körperhaltung des Vajrayana. Das wäre ideal, wenn wir das tun könnten. Das Semne, die Tanda kasu bapa itu ni, lece solwi gomgi malipas ni, tenjil lah, gugur esung barai. Und dann befassen wir uns mit den Kernpunkten des Geistes. Und hier heißt es im Text: nicht getrübt von den gewöhnlichen Beschäftigungen. Das bezieht sich auch wieder, oder ungekünstelt natürlicher Gelöstheit, das bezieht sich auf den Geist. Da die sind die Karisung gehört, ne? Ngana zu gom di maje rangbab ji chaku gehört, mato gom di lögi jesha watang. Dini loki ji zolwa ki sui sha kwa tabu tang dende jung song bayi na di dini majwe rangpap ki gomde cha tuku ya mare cha tuku mebare song bayi ta loki jie sidi samala pe na ngarangi ta nge simji rangshin salwa di dende ji yin sini namdo ki pa den ta di nge ani gomgi yu sampa tabu che yang nani ani susu ki sem ki ta tende chi la tongpa se ki yu se to tongpa tabu che ngu zin chi che ani te te nga gomgi yu sampa tabu ta tende ki chi kandar chi sawa tang tongpa tang sungju kari gomgi yu na yang che du lo ki pa chi sui ni di tongpa yin di salwa yin sam ni tini di gomde pa yi na lüji zolwi gom se di chadu go re. Was verstehen wir unter ungetrübt von Konzeptualität? Wir sprechen hier über Meditation in ungetrübter Natürlichkeit, ungestörter Natürlichkeit. Das Gegenteil dieser Meditation wäre konzeptuelle Meditation. Das bedeutet hier, dass wir Aufwand betreiben müssen, Aufwand in unserem Geist, um etwas zu tun. Das ist geistgeschaffene, es geht um geistgeschaffene Meditation. Wenn Meditation betrieben wird, indem wir Aufwand betreiben, dann ist das nicht diese ungekünstelte Natürlichkeit. Wie würde diese Meditation aussehen? Wir haben
zum Beispiel über diese beiden Qualitäten des Geistes gesprochen. Wir beginnen mit der Meditation und wir erinnern uns daran, dass wir darüber gesprochen haben, dass der Geist diese natürliche Qualität besitzt. Durch konzeptuelles Verständnis davon erkennen wir, dass wir über unseren Geist meditieren, unseren Geist, der strahlend und klar ist. Wir halten also diese geistgeschaffene Vorstellung von der strahlenden Klarheit fest und wir sagen, ich meditiere darüber. Das wäre getrübte, gekünstelte Meditation, geschaffene Meditation. Das gleiche gilt für die Leerheit. Ich weiß, dass die Natur des Geistes Leerheit ist. Und mit diesem Verständnis schaffen wir diese Vorstellung davon, dass mein Geist leer ist. Ich meditiere über diese Leerheit. Beide dieser Vorstellungen sind in unserem Geist geschaffen und wir schaffen sie durch geistige Anstrengung. Deswegen sind sie gekünstelt und nicht diese ungekünstelte Natürlichkeit. Dann, dann mache ich Nummeki Rangbapsu Jokbachi Gogore Senenda Lüge Zulbekom die Mainbadi Degen Dosho de Karre Senadine Mache Nummeki Rangbapsu Jokbati Chagi Res und Tatordina Lüge Zulbati Tang Dalsongwaina Ani Rangshingi Mache Nummeki Rangbati Wir sprechen also davon, dass diese Meditation ungekünstelt ist, innewohnend, nicht geschaffen, natürlich. Das tibetische Wort wird bedeuten, sich in natürlicher, ungeschaffener Natürlichkeit niederzulassen. Das Gegenteil wäre diese geistgeschaffene Meditation, der wir Aufwand betreiben müssen. Wenn wir frei sind von dieser Meditation, in der wir, dieser konzeptuellen Meditation, in der wir Aufwand betreiben müssen, dann verweilen wir natürlich in dieser innewohnenden Natur. Wenn wir also frei sind von diesen Anstrengungen, dann ist es genau das. Dann können wir natürlich verweilen und wir müssen keinen Aufwand betreiben, um das zu tun. Dann da tende ki ma ju nyungme ki ngang la rangpap su shodang trawate la ani nam ju nga su tam nga ten su ki ngang la ta lulu chini tini su su ki nam do sha yong pa ina yang de la sangin ki redo ka yang ma chi pa chi tini ta nam ju tam nga ngang la de pe kin che ma chi Maung begin dun masu, dada ki sheba suje meba dikang la, tini nyambar shakwa sani da, tini suyungur ba. Da nam kyu nganzu tiik chasang gen nang la, tini tinde ki maju rangbab shakbi shatang dabote la, tini da chachin zoshin ki tiik dun sanang la, tini suyungur ba. Wir stellen uns dann die Frage, wie verweilen wir in Natürlichkeit, ungekünstelt, in dieser innewohnenden Natur des Geistes? Die Kernunterweisungen sprechen genau darüber. In diesen Unterweisungen finden wir Folgendes. Wenn wir uns entspannen, oder wir entspannen uns und egal welche Gedanken entstehen
ob sie jetzt positiv sind oder negativ. Wir lassen alle Hoffnungen, Ängste und Erwartungen in Bezug auf diese Gedanken, die entstehen, los. In den Meditationsanleitungen finden wir für gewöhnlich, dass wir alle Gedanken in Bezug auf die Vergangenheit loslassen sollen. Alle Sorgen, Erwartungen in Bezug auf die Zukunft, aber auch analytische Gedanken zum gegenwärtigen Moment. Wenn wir frei sind von diesen Geisteszuständen, dann können wir ganz natürlich in dieser innewohnenden, ungeschaffenen Natürlichkeit ruhen. Und das finden wir hauptsächlich in Mahamudra und Dzogchen Unterweisungen. Hier meditieren wir auf diese Weise. Adela, Devi Chimichi Sena, Tadaki, Susuki Namdo Sherwa, Namdo Ditako Kichi Liki and Gaurwa, Tadaki, Namdo di Gaur di Samadini, Namdo Garse. Namagi jidam gyo mare is namdo namagi jidam gyo mare is telatini debi chemi chens unter diesen drei Geisteszuständen in Bezug auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft heißt oder hier heißt es, dass wir eben der Vergangenheit nicht folgen sollten. Was bedeutet das? Im Moment entsteht ein Gedanke und dieser Gedanke, diese Gedanken vergehen jeder einzelnen Sekunde. Sie sind niemals stabil, sondern sie sind in ihrer Essenz vergänglich. Folgt diesen Gedanken nicht. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass nachdem ein Gedanke vergangen ist, dass wir dann nicht sofort einem neuen Gedanken folgen sollten. Wenn der Gedanke vergangen ist, dann folge nicht sofort dem nächsten Gedanken. Tini. Maung be dün misu sena ta ki yu ki namdo shorwa namdo keji jema shorwa ko de ki tini dün misu sena de ko la tini che namdo to pan do gyo yo ma reis. Die nächste Unterweisung ist folgende: Lade keine zukünftigen Gedanken ein, wenn der vergangene Gedanke vorbei ist und wenn ein zukünftiger Gedanke gerade erscheint, dann sollten wir ihn nicht besonders begrüßen, willkommen heißen. Auch diesen zukünftigen Gedanken sollten wir loslassen. Mong bin namdo kia dini dun masu baina ta kare la te kire sena dada we ki shepa cham chik la te kire. Wir folgen den vergangenen Gedanken nicht, wir laden keine zukünftigen Gedanken ein. Was ist dann übrig? Was übrig ist, sind diese gegenwärtigen Gedanken, die wir jetzt im Moment haben. Dindiki Sheba di Antini Tadavi Sheba se Korantiantini
pata yong du dini deba ya me deba la ya mando maung pa la mado yong du tada bi sheba di sheba nalma karisa gore sheba taba ji tau tau ji chadu gore ta di chadu du samara dini de di redu di maredu sine kando ya chumba tam mikba meba jula lebdu gore dela dini da Tatabi Shepa Soma Sojume Ba Sinit Sigur Was ist übrig? Es ist dieser gegenwärtige Gedanke, dieser gegenwärtige Geist, der Geist des gegenwärtigen Moments. Wenn wir diesen gegenwärtigen Moment betrachten, dann ist es kein vergangener Gedanke und kein zukünftiger Gedanke, sondern es ist ein subtiler, natürlicher, innewohnender Geist, der präsent ist. In diesem Moment Sheba salzam rikzam sirwa dela namdo raba kange ya magwa bach. Dieser Geist ist in seiner Essenz rein erkennend. Er hat dieses Erkennen, diese erkennende Qualität. Er ist sehr subtil in diesem Fall. Er geht nicht in eine Richtung, er unterscheidet nicht zwischen diesem und jenem, sondern er ist sehr frisch, ein frischer, roher Geist. Und das ist genau das, was wir darunter verstehen, wenn wir von ungekünstelt sprechen. Shakugre, Nikugre, Deltani, the Yin Shepik, Tsumbata, Min Shepik, Kawala Sobek, Bezokaya, maybe Kala, Detubaina, Gunkong Tubaina, Denitela, Maju, Rangbab, Sujoba Hasni, Sigore. Dieser Geist ist erkennend, wissend. Es ist dieses gegenwärtige Erkennen, diese Klarheit, in der wir verweilen. Wir sagen nicht, dass es das eine ist, wir bezeichnen es nicht irgendwie, wir lehnen es nicht als etwas anderes ab. Es ist frei von diesem Annehmen und Ablehnen. Es ist dieses Aufrechterhalten dieser ungetrübten Natürlichkeit, dieses reine Erkennen, Bewusstsein, dieser erkennende Geist. Und in diesem Geist verweilen wir. Hier lassen wir uns nieder. Deni, simden nyamlen keshin jongwar shok sungdu da dendegi deni simgi ngowo jongbi jonglu da lama todan denju lama da tamga denju la deni tangbo susu jang deni jangba tsamji mashakwa chini deni da
nyamden che yong pe kap so la tini da do sin ni tini kalki kare kare to gom ja pe kap so la te lam bok den gi tini tab lam kare kare to tin zo yang tini ya po chi ni she bi ko ni tini sim su su ki sim ngo de kyong go re gyun de kyong go re sin ta di kyong to pre sho sin ni malam na sha pare to wa In der vierten Zeile heißt es, mögen wir meisterhaft die Praxis des Geistes wahren. Das heißt, ungekünstelt in dieser natürlichen Gelöstheit verweilen. Wenn es jetzt um diese Tradition geht, in der wir die Natur des Geistes aufrechterhalten, dann lernen wir das von unseren Lehrern durch diese Unterweisungen, die wir erhalten, die unterstützt werden von den Sutren und den Shastras, den Kommentaren, natürlich auch aus den Kernunterweisungen. Wir studieren oder wir lernen, was diese Praktiken sind. Und wir lernen sie nicht nur, sondern wir praktizieren sie, wir üben uns darin. Wir erkennen, wissen, was nützlich ist und was nicht so nützlich ist. Wir befassen uns mit den verschiedenen Methoden, durch die wir Fortschritte machen können. Wir verwenden diese Methoden, um Fortschritt zu machen. Es ist diese Tradition der Meditation und Praxis, die wir brauchen, die wir aufrechterhalten müssen, um die Natur des Geistes aufrechtzuerhalten. Und hier heißt es eben, mögen wir das geschickt aufrechterhalten. Na so, da drin, dort geht, ne? Tani gombe ki tawe ten la pa pe ki tani sim sal dong sun jo di gombe gandes nyam su leng go re se de ta dor du na tani le je ki chol we ki ma le pa che ni ani ma che nyung me rang bap su cho be ko ni ani gyung kyong go re se ni ta de sung ba re Wir haben also besprochen, dass wir, um zu meditieren, zuerst die Sicht etablieren müssen. Wenn wir die Sicht etabliert haben, dann müssen wir diese Einheit praktizieren. Die Einheit der erkennenden und leeren Natur des Geistes. Und wie tun wir das? Wir tun das, indem wir praktizieren, indem wir die Sicht aufrechterhalten. Wie tun wir das? Anstatt konzeptueller Meditation üben wir uns in Meditation, die nicht getrübt ist von dieser Meditation, in der wir Aufwand betreiben. Wir verweilen in Natürlichkeit, in der uns innewohnenden Natur des Geistes. Und durch dieses Aufrechterhalten der Natur des Geistes üben wir diese Unterweisungen oder praktizieren wir diese Unterweisungen? Also dann, also gün kyong dang di di kyang ba ma do xin ba me ba ma re wa. Gün kyong dang di tab shi xin ba dang yu re yin yang da tanda di zo wo di di ni dang anzu pe cha jeng ki luk la samu wang du che ba yi na ani dwe me ki nyam lin du si. Chebe koni gyung gyung gogo resen tati nga ranzo tardu ki gyung gyung dang rabodi dira lepo resen di sung pare. Wenn es um diese Praxis des Aufrechterhaltens der Kontinuität der Sicht geht, dann gibt es viele Methoden, die wir anwenden können. Das bedeutet,
dass es, wenn es um die Hauptpraxis geht, die Hauptpraxis, die hier in diesem Zusammenhang dargelegt wird, dann bedeutet das, dass der Hauptschwerpunkt auf dieser nicht elaborierten Aufrechterhaltung der Sicht ist. Es ist die Mahamudra-Praxis, die extrem tiefgründig ist. Es ist die endgültige, die absolute Weise, wie wir die Sicht aufrechterhalten können. Wir werden hier aufhören und dann werden wir ein bisschen eine Pause haben. Und wir werden ankündigen, wann wir wieder weitermachen. Chanchu semchu rinpo che mangye pa nam ge kyure che ge pa nyambara me pa yang gong ne gong dun pel vare sho.